Hallo, hier ist Natalia von starkenverbrauchsport.com. Es ist jetzt lange Zeit, seitdem ich mein letztes Video gedreht habe, da ich mit meiner Tochter ein bisschen beschäftigt bin. Hier sind wir schon mittlerweile 10 Monate alt und es wird langsam besser. Ich habe gedacht, ich mache heute ein Video. Und zwar, es geht heute um die Stifterhalter, universelle Stifterhalter von Silhouette, dann die Sketchpens. Und halt wie man damit arbeitet, damit man einfach vorstellen kann. Erstmal zeige ich halt hier jetzt die technischen Sachen, sag ich mal so, und dann schalten wir mal zur Silhouette und dann zeige ich euch, wie es funktioniert. So, so diese normale Sketchpens von Silhouette. So sieht's aus. Und so wird ausgeöffnet. Man kann diesen Stift auch oben öffnen und man sieht, dass innen drin ist ganz normale Kugelschreibermine. Diese Silhouette Sketchpens funktionieren so, dass sie diese Klinge aus der Maschine einfach rausnehmen, diese komplett fertige Sketchpen in die Maschine einfügen, einfach schließen die ganz normal die Klinge und das Design, wenn Sie auf dem Bildschirm sehen, dann was rot markiert ist, wird nicht geschnitten, sondern geschrieben. Eins, was Sie hier halt als kleiner Tipp, vergessen Sie nicht, dass wenn Sie zum Beispiel diese ganz wenig Tinte verbraucht haben, dass Sie die Minen auch austauschen können. Die muss man dann nur noch passend zuschneiden und da reinfügen. Diese Sketchpens gibt es von Silhouette in verschiedenen Ausführungen. Das ist jetzt die Basics. 8 Stifte inklusive Schwarz und eigentlich so alle Basistöne. Dann gibt es den Vierer-Set. Das ist mit Glitter. Und gibt es im Vierer-Set, das sind die metallische Farben. Hier ist Gold, Kupfer, Silber und Weiß. Es gibt auch die Stifte im 24er Set, aber den habe ich jetzt im Moment nicht da. Falls Sie die Stifte kaufen möchten, können Sie auch in meinem Shop finden auf stampikamp.com. So, dann, es ist wirklich sehr einfach gemacht und zum Aufbewahren einfach schließen. Dann gehen wir weiter zu dieser universellen Stifterhalter, der ist neu, oder neu, relativ neu. So sieht dann die Verpackung aus, ich habe sie jetzt rausgeholt. Was ich ganz doof finde, ehrlich gesagt, von jetzt Verpackung ist okay, aber hier gibt es keine Anleitung, wie man mit dem Stift arbeitet. Ich meine jetzt nicht, wie man den in die Maschine reinsteckt oder Software, sondern es gibt hier ein, sagen wir so, als Problem als solches. Wenn Sie hier reinschauen, jetzt habe ich Stift nur ganz bisschen, der guckt ganz bisschen raus. Und so ist es richtig, sage ich mal so. Aber wenn man nicht kennt, macht man das Fehler, dass man den Stift ganz, ganz weit raussteckt, so wie man, ja, so wie es reinpasst einfach. Und dann wird erstmal die Maschine macht viel zu viel Druck auf den Stift. Und zweitens, wenn sie fertig haben und die Maschine dann oder zum oder am Anfang zu Design fährt oder weg von Design, dann wird das ganze Design einfach durchgestrichen oder durchgestrichen und dann geht das komplette Arbeit verloren. Wie sie rauskriegen können, wie weit den Stift rausschauen soll. Wenn Sie diese Stift, diese Silhouette Sketchpen haben und diese Stiftehalter, einfach mal damit man das Gefühl bekommt. Hier gibt es diese, hier gibt es zwei Rillen. Das ist die Begrenzung, wo es in die Maschine reinkommt. Und auf diesem Stift, auf dem Halter, genauso so eine das steht so ab, ja. Wenn Sie die zwei nebeneinander legen oder genau auf gleiche Höhe und dann diese beiden Stifte, sagen wir mal so nach unten drücken, zusammenlegen und dann nach unten drücken, so dass Sie fühlen, dass der Sketchpen sich mit dem Papier schon berührt,
Und dann können Sie schauen, okay, das steht ungefähr so weit, können Sie festhalten. Und ich habe halt ausgemessen, ideal, sagen wir mal so, das ist bei so 1,5 bis 2 mm, darf das nur aufgucken. Nicht komplett, wie es reingeht, sondern nur so ganz, ganz wenig. So, ich mache jetzt den Stift hier raus. Ich wollte mal zeigen, damit Sie das Gefühl bekommen, wie weit, welche Stifte man verwenden kann. Das ist jetzt im Moment das dickste, was Sie bei mir gefunden haben. Das sind so Fasermarker. Und die gehen hier auch ohne Probleme rein und gucken genau richtig so um die 2 mm raus. Denn damit können Sie dann auch zeichnen. Aber so ganz normale, diese Stabilo-Stifte, Kugelschreiber, normale. Jetzt habe ich zum Beispiel einen Bleistift genommen, weil ich werde jetzt ein Design mit dem Bleistift zeichnen, den ich dann verwenden möchte. Und das ist eigentlich alles. Halt, wie gesagt, bis zu dieser Dicke, ich habe gehört, dass die Big Markers gehen rein, dass die Distress-Stiften von Tim Holtz gehen rein. Ist ja weites Spektrum, sage ich mal so, was man finden kann. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Permanentmarker, der ist etwas dicker. Auch, der wird auch hier ohne Probleme funktionieren. Der wird hier jetzt auch ohne Probleme funktionieren. Hier hat man wirklich genug Spielraum. Ich werde jetzt mal vielleicht kurz aufmessen. Also um die 12 mm, 12, 13 mm Freiraum hat man hier oben. Und so bis diese Dicke ungefähr werden die Stifte gehen. So, jetzt sage ich mal so, ich vorbereite jetzt meine Maschine und dann schalte ich zu Silhouette Software und dann zeige ich euch, wie man mit dem Software arbeitet. Ein bisschen so mit dem Stiften spielen wir heute. So, hier sind wir jetzt im Silhouette Studio Programm. Ich habe Design Edition und hier ist eine Kamera, die ich heute zeichnen werde und danach ausschneiden. Diese Kamera haben wir mal von Silhouette Store bekommen, glaube ich. Es war ein Freebie. Und hier können Sie gut sehen, das ist so gemacht, dass man das innere Teil zeichnet und das obere dann wird ausgeschnitten. Wenn Sie sagen, ich will jetzt zum Beispiel diese Kamera nicht so ausschneiden, sondern eine andere Form geben, dann müssen Sie das äußere Kontur löschen. Ich zeige euch, was ich meine. Ich habe jetzt eine Project Life-Karte vorbereitet, die ich jetzt zeichnen möchte. Und zwar, Sie sehen, diese Kamera ist hier jetzt drin, aber diese äußere Kontur habe ich gelöscht. Das macht man so, dass man hier auf, Sie klicken das Datei, gehen hier auf Gruppierung aufheben. Dann können Sie sehen, es hat sich in viele Teile verändert. Und hier können Sie löschen. Mit dem Löschen-Punkt auf der Tastatur. Hier können wir sehen, das hat sich auf mehrere einzelne Teile aufgeteilt. Zum Beispiel der Künstler hat gesagt, okay, falls jemand nicht gerade mal diese Linien haben will, nur das äußere Kontur, kann man auch so machen. Dann mal sehen, wenn wir hier noch weiter Gruppierung aufheben, was wird dann? Löst sich nichts mehr. Oh, jetzt ist alles in komplett kleinere Sachen. Jetzt komplett da kleinere Teile. Okay, dann an dieser Stelle kann ich euch noch was zeigen. Und zwar, wir haben jetzt hier ganz, ganz viele Kleinteile, die dann gezeichnet werden. Ich sage mal so, stellen Sie sich vor, Sie wollen diesen Fotoapparat haben, dass dieses Rand zum Beispiel, was weiß ich, in schwarz und diese Objektiv oder das Objektiv in schwarz und der Rand dann in rot mit zwei verschiedenen Stiften zeigen möchten. Dann ziehen Sie ein Rechteck mit der Maustaste über alle Teile, die Sie ausgesucht haben und dann gehen Sie hier auf
gruppieren. Und dann haben Sie hier so ein Teil. Stelle ich dann zurück auf diese Stelle, wo es war. Und dann haben wir gesagt, zum Beispiel, ich will jetzt diese Kamera in Rot zeichnen und diese Objektiv in Schwarz. Und dann wähle ich erstmal jetzt Objektiv, damit man das besser vorstellen kann. Man kann die Linien mit verschiedenen Farben füllen. Ich gehe hier auf Linienfarbe und mache das zum Beispiel schwarz. Und kann das erstmal auf die Seite schieben. Das alles gruppieren wir, eine Farbe gruppieren wir zusammen. Das gruppieren wir auch. Und nehmen wir, sag mal so, ich will das Rot haben, Blau haben. Dann schieben wir das an Ort und Stelle, so wie es hingehört. So sieht unsere Kamera aus und so können wir schon langsam vorstellen, wie es am Ende aussehen wird. Ich sage jetzt, okay, ich will jetzt meine Kamera zeichnen. Wie mache ich das? Sie gehen hier auf die Kamera und wählen zum Beispiel das Teil erstmal aus. Dann gehen Sie hier auf Schere. Wir sehen aber, dass es alles rot ist. Das bedeutet, alles wird in einem Gang geschrieben oder gezeichnet. Und das wollen wir nicht. Deswegen wählen wir das große Teil, das große Kamera und stellen wir auf Nicht schneiden. So, jetzt haben wir das Objektiv drin, nur rot. Das bedeutet, wir können jetzt unseren Stift mit erster Farbe einsetzen und die Maschine schneiden lassen. Wir gehen hier ganz normal, wie es bei in Schnitteinstellungen von Klinge hier, schalten wir aus Skizzenstift. Man kann aber hier zum Beispiel, hier muss irgendwo einmal hier gibt es ein Silhouette-Zeichenstift, der schreibt uns vor, sage ich mal so, Geschwindigkeit auf 10, Dicke auf 18. Mir gefällt die Geschwindigkeit hier auf jeden Fall nicht. Ich werde das komplett reduzieren auf 2 oder so. Und Dicke auch nicht auf 18. Ich erkläre jetzt warum. Weil je stärker Stift auf den Papier aufgedruckt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kugel, die im Stift drin ist, einfach hängen bleibt. Das kennt man manchmal, wenn man zu stark an den Stift andruckt, dann schreibt es nicht mehr. Und ich schicke jetzt mal, ich habe jetzt alles eingesetzt und um erste Farbe schneiden zu lassen, würde ich jetzt zum Beispiel auf Schneiden gehen und dann fängt dann die Maschine zu arbeiten. Stellen wir uns vor, jetzt haben wir das Teil, jetzt hat die Maschine uns gezeichnet. Okay, wie machen wir das mit zweiter Farbe? Hier muss man aufpassen, wenn Sie erste Farbe gezeichnet haben, die Matte bitte in der Maschine drin lassen, nicht rausfahren. Das heißt, bis sie komplett fertig sind, nicht die Matte aus der Maschine rausfahren. Jetzt gehen wir weiter, gehen wir zurück auf Schere. Jetzt schalten wir das Objektiv auf, stellen wir auf Nicht schneiden und das große Kamera stellen wir auf Schneiden. Oder anschneiden oder schneiden ist egal eigentlich. Und dann gehen wir wieder hier auf den Skizzenstift, gehen wir Voreinstellungen und dann auf Schneiden. Und dann muss die zweite Farbe auch fertig sein. Wenn Sie sagen, okay, ich will jetzt zum Beispiel diese Kamera als eine Kärtchen so ausschneiden, dann nehmen Sie hier zum Beispiel Schneideform oder nehmen Sie ein Rechteck oder Oval oder Kreis oder welche auch immer Sie das, wie auch immer Sie das haben möchten. Oder wenn Sie zum Beispiel hier ganz komplette 30x30 Papier haben, wo Sie sagen, das ist für ein Scrapbook-Layout und diese Kamera will ich zum Beispiel hier in Ecke komplett haben, dann machen Sie die komplett am Anfang an hier in der Ecke und dann müssen Sie gar nichts mehr schneiden. Je nachdem, was man macht. Ich werde jetzt so machen, dass ich diese Kamera, ich habe hier jetzt meine Kamera, was ich jetzt machen möchte,
Die werde ich jetzt erstmal zeichnen lassen und danach ausschneiden. Jetzt gehe ich hier auf Schere. Mein Kontur habe ich jetzt auch ausgeschaltet. Die Kamera ist jetzt komplett. Dann gehe ich hier auf Voreinstellungen und dann gehe ich auf Schneiden. Und dann zeige ich euch mein Ergebnis. So, jetzt habe ich die Kamera gezeichnet. Jetzt gehe ich wieder auf Schere. Ich stelle die Kamera auf Nichtschneiden. Jetzt stelle ich diese Rand nur schneiden. Und dann hier stellen wir wieder von Skizzenstift auf Klinge. Das ist so normale Designerpapier. So, Geschwindigkeit so auf 6 kann man, weil es ist einfache Form. Ich habe Klinge auf 3 und die hier so auf 25 ungefähr, werde ich mal schätzen. Und dann gehe ich wieder auf Schneiden und dann wird es drumherum ausgeschnitten. Ich denke mal, das war's für heute. Nächstes Mal vielleicht beschäftigen wir uns ein bisschen mit diesem Skizzenstift. Und halt wie gesagt, jeder Design, den Sie in Silhouette, was weiß ich, den Sie haben hier einfach in Bibliothek, ja, genauso können Sie es auswählen. Erstmal zeichnen lassen und dann ein Offset machen und schneiden. Ich zeige Ihnen ganz kurz hier, das ist jetzt ein Schrift zum Schneiden, ja. Ich sage, okay, ich will das erstmal gezeichnet haben und dann drumherum so mit dem Hintergrund ausgeschnitten. Dann gehen Sie hier auf Offset-Fenster, machen wir hier ein, wählen wir auf Offset. Ich stehe bei mir jetzt auf 2 mm, vielleicht ist es ein bisschen zu wenig. Können wir ein bisschen hochschrauben, damit man ein bisschen mehr drumherum Platz hat. Und dann sage ich mal hier, das schalten wir auf, erstmal auf Stift, das ist schon gruppiert. Das machen wir erstmal mit dem Stift schneiden und dann setzen wir Klinge rein und dann können wir dann ausschneiden. Hier zum Beispiel, wenn Sie solche Sachen hier haben, die bereiten öfters Probleme beim Schneiden, so klitzekleine Teile. Hier so ein Punkt, das jetzt alles gruppiert. Ich werde sagen, Sie gehen hier auf verknüpfte Pfade lösen. Wählen Sie die Teilchen aus. Und dann haben wir weniger Kopfschmerzen, wenn es geschnitten wird. Jetzt haben wir ganz saubere Schrift. Hier bewegen Sie bitte nichts mehr, nur unnötiges Löschen und dann hier auch gruppieren. Dann haben Sie alles schön und gut und wird alles schön erstmal, ich sag mal so, wenn wir, machen wir eine Farbe andere, damit man das besser sieht. Das Schwarze wird jetzt geschnitten, gezeichnet und geschrieben und der rote wird dann geschnitten. Finde eigentlich ganz süß. Ja, halt wie gesagt, jede Form ist ein Zeichenform, nur halt, ob man das so verwenden will oder nicht, das muss man dann selbst schauen. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich werde bald mehr Videos machen und dass wir mal uns öfters hören und sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.